Hallo zusammen und willkommen zurück bei Subnautica. Unsere Basis nimmt ja langsam die Form einer Basis an. Nicht so wie vorher, wo wir zwei Räume hatten, mit einem fetten Phallus-Symbol oben drauf, sondern mit Räumen, Räumen, die wir gestalten können. Und ich habe mich jetzt endlich schlau gemacht, was die Fragmente vom Moonpool angeht. Und das Fragment findet man im Grand Reef. Das ist das Biom direkt unterhalb der Insel, also nicht dieser, sondern der anderen. Oh, ich habe ja keine Energie mehr. Stimmt, ich brauche Batterien. Habe ich die Zutaten dafür? Ich glaube ja fast das nicht. Und ich brauche unbedingt ein Medikit. Nee, Kupfer habe ich hier gar keins drin. Und hier? Ein Kupfer. Nee, ich habe drei Kupfer. Moment, vielleicht geht sich ja zumindest etwas aus. Ich überlege gerade, ist der Fisch gut? Er würde zumindest Nahrung dazugeben. Ich nehme ihn mal mit. Was soll's? Happa und Mampf. So. Also, was brauche ich jetzt für ein Medikit? Desinfektionsmittel. Das kann ich ja hier machen. Und dafür brauche ich, glaube ich, die komischen Korallen. Die gemeine Korallenprobe. Das ist aber auch wirklich eine gemeine Korallenprobe. Weil es hier nämlich keine Korallen gibt. Das heißt für mich, ich werde mal davon gleiten, obwohl mein Gleiter ja auch bald den Geist aufgibt. Moment, ich muss jetzt mal eine Batterie bauen. Ich glaube, das kann ich. Oder? Ich habe Kupfer. Ich vergesse echt immer die Zutaten. Kupfer war für die Batterie nötig und... Ach ja, die Pilze. Von denen habe ich, glaube ich, keine hier. Ist das nicht eine... Na, das ist eine Tischkorallenprobe. Ich habe keine Pilze. Verdammt. Okay, ich gehe Pilze suchen. Okay, Gleiter. Lass mich jetzt ja nicht im Stich. Wir müssen hier zusammenarbeiten, okay? Wir müssen uns gegenseitig helfen. Du brauchst die Batterie und ich brauche deine Zugkraft. Sind hier zufällig irgendwo Pilze? Das wäre voll toll. Das hätte was für sich. Aber ich befürchte fast das nicht. Egal wo ich hinsehe, ich sehe überall verdammte Piranhas. Was, warum hat er nur noch 4%? Aufgrund der Taschenlampe? Oder warum hat er so schnell die 18%? Oder waren es 8%? Ne, da waren doch 18%. So schnell verliert der Energie? Anscheinend. Oh Mann. Okay. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Verzieh dich mal. Verdammt. Warte mal, da ist ein Fragment. Und da muss ich kurz auftauchen. Das ist nicht mein Scanner. Das ist mein Scanner. Oder soll ich zuerst auftauchen? Das geht sich alles aus. Komm schon, komm schon. Oh, oh. Das geht sich alles aus. Ich krieg das hin. Komm schon. Um Gottes Willen, komm schon. So. Und jetzt auftauchen. Ja, ich freue mich. Komm schon, 7% noch. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin so tot und so dumm. Warum scanne ich? Warum scanne ich? Und die Nacht bricht herein. Nein, für mich für immer. Verdammt. Okay, hi Basis. Du bist gestorben, aber ich glaube, ich habe nichts verloren. Ja, das ist gut. Eigentlich ist manchmal der Tod sogar eine gute Lösung, wenn man das Inventar vorher gesichert hat in der Basis und einfach zum Beispiel, eben wie gerade früher bei mir, kaum noch HP hat oder kaum Nahrung und Wasser, einfach mal sterben. Man erwacht in voller Frische und muss sich nicht mehr darum kümmern. Zumindest für kurze Zeit nicht. Ach ja, ich wollte diese geologische Information mal wegtun. Ich brauche die nicht. Die ist mir egal. Okay. Ich weiß, es ist wagemutig, jetzt so nachts rauszugehen. Aber hey, die Spannung muss sein. Und ich habe Angst, dass ich gleich angeknabbert werde. Was war das für ein Geräusch? Hey, geh weg! Verschwinde! Mann!
Wie riesiges Teil. Ich bin gerade verwirrt. Ach, da ist eine Wand, okay. Da ist meine Basis, verdammt, ich bin gerade orientierungslos. Was ja ganz, ganz selten bei mir vorkommt. Irgendwie. Ich werde mal ein bisschen an der Oberfläche entlang kraulen, das geht ja schneller. Habe ich zumindest das Gefühl, ich habe mich noch nie schlau gemacht, ob es stimmt. Aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir oben entlang kraulen, schneller sind, als wenn wir unten tauchen. Ich versuche mich mal an den Sternen zu orientieren. Also, wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es Nacht. Da unten gibt es vielleicht Pilze. Moment. Ich tauche mal in die Tiefe hinab. Oh Mann, da geht es ja echt ganz schön weit runter. Kommt schon, die Pilze, zeigt euch. Ich möchte auf jeden Fall den Moonpool haben, weil der hat ja den großen Vorteil, dass er die Seamoth immer wieder auflädt. Was meiner Meinung nach alles etwas erleichtert. Ich möchte auch auf jeden Fall schauen, dass ich noch mehr Kupfer zusammenbekomme. Das heißt, es sieht so aus... Oh mein Gott! Es sieht so aus, als wenn das wieder eine Sammelfolge wird. Und ich sollte mich mal sammeln und hier abhauen. Geht mal weg hier. Euch brauche ich nicht mehr. Denn mein Körper produziert jetzt Flüssigkeit. Und zwar schmackhafte, leckere Flüssigkeit. Keine Pilze hier. Verdammt. Obwohl, ich könnte eigentlich einfach so hinschwimmen ins Grand Reef. Dauert zwar etwas länger, aber... Ich könnte hinschwimmen und unterwegs dann einfach die Sachen sammeln, die ich brauche. Ich glaube, das mache ich. Ist es lebensmüde? Ja! Stört's mich? Ja! Mache ich's trotzdem natürlich. Und nicht vergessen, mir geht demnächst die Luft aus. Deswegen tauche ich mal auf. Blass das Ei auf! Ich bin schon unterwegs nach oben. Keine Panik, geht sich alles aus. Ich habe das genau kalkuliert. Und ich bin immer noch unsicher, was die Kapsel angeht, ob die jetzt eigentlich durch die Gegend treibt oder nicht. Ich glaube aber fast, dass ja. Übrigens, was ich dann vorhabe, wenn wir dann soweit sind und den Moonpool haben, dann möchte ich Folgendes machen, und zwar, ich möchte gerne zwei Moonpools bauen. Oder, ja, ich weiß noch nicht, ob es zwei werden, aber zumindest möchte ich zwei Seamoths bauen. Und zwar möchte ich dann eines ausrüsten, nur mit Inventarplätzen, das wird dann die Sammel-Seamoth und eine zweite Seamoth, die dann für Erkundung ist, so mit der Möglichkeit, diesen Puls abzuschießen und so Zeug und diesen Sonarblick, bla bla. Weil man kann anscheinend bei der Seamoth alle vier Plätze nur mit Inventarplätzen ausrüsten und dann hat die Seamoth tatsächlich vier verschiedene Inventarplätze. Mit jeweils, glaube ich, 16 Stück Inventar. Platz, bla bla. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall die Pilze, das ist gut. Mit anderen Worten, ich kann ja jetzt mal unterwegs nach Kupfer Ausschau halten. Und ich werde den Fisch fangen und roh essen. Du siehst mir so aus, als möchtest du wissen, wie mein Körper von innen aussieht. Das trinke ich und... Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Ach da, okay. Oh, ich sollte nicht unbedingt hier sein. Bei den Stalkerfischen. Oh, da kommt einer auf mich zu. Ich tauche mal auf. Habe ich den Lasercutter eigentlich dabei? Ich hoffe. Ich möchte mich unterwegs mal einen Wrack aufschneiden. Ja, passt. So, das Grand Reef ist ja in die Richtung. Das heißt, wir paddeln mal weiter. Warte mal, was ist das? Ach so, Salz. Quarz brauche ich keins, sondern Kupfer.
Ich finde, das ist immer noch eins der schönsten Survival-Games, die es am Markt gibt. Weil es einfach so stimmig gemacht wurde, die ganze Flora und Fauna und dieses Zusammenspiel dieser ganzen Lebewesen und bunten Farben. Ich mag Farben, Farben sind toll. Gerade jetzt nach dem Update, ich finde schon, dass das ein ziemlicher Sprung von der alten zur neuen Version war. Es wirkt alles ein bisschen klarer und definierter. Ich gehe mal da runter. Ich gehe nicht da runter. Ich nehme dich mal mit. Du tust mir nichts, oder? Hey. Okay. Und ich fress dich. Papa. Stimmt, ich wollte noch diese Korallen mitnehmen. Waren das die hier? Habe ich die schon gescannt? Das ist eine rote Tischkoralle. Das ist nicht die, die ich brauche. Ich brauche die braunen Korallen. Ich sehe aber keine. Ich sehe keine Korallen. Verdammt. Bin ich überhaupt noch richtig? Ich muss mal kurz auftauchen. Beziehungsweise ich könnte mal nach unten. Nee, ich gehe mal kurz den Felsen hier aufsprengen. Mit meinen bloßen Händen. Und dann muss ich auftauchen, weil... Gold? Verdammt, ich will kein Gold. Ich glaube, der hat gerade einen Fisch gefressen. So. Ich glaube, die Richtung stimmt. Wir begeben uns auf ein Abenteuer. Ohne technische Hilfsmittel. Also zumindest keine mechanischen Fortbewegungsmittel. Perfekt. Das Gold werfe ich nachher noch weg. Und Titanium ist mir egal. Das sind die Korallen, die ich brauche. So. Inventar voll. Das heißt, ich werfe weg. Zwei von denen. Dann werfe ich weg einen Pilz. Und das Gold. Und das Salz. So. Waren das nur drei Stück? Okay. Soll ich da rein? Natürlich. Der Drang des Erkundens ist stärker als mein Überlebenswillen. Du bist so süß. Ich mache das so gern, einfach die Gegend auskundschaften und Sachen entdecken. Ich finde das voll toll. Ich muss doch kurz die Orientierung gewinnen. Da drüben ist die Aurora, das heißt, die Richtung stimmt, glaube ich, immer noch. Ich hole mal Luft. Und auch wenn es etwas lebensmüde ist, jetzt gerade ohne irgendwelche Hilfsmittel hier entlang zu schwimmen, weil ich glaube, dass der große Fisch, der Leviathan, auch hier unterwegs ist. Aber... was soll's, ich mag den Nervenkitzel, ich mag die Spannung, dieses Gefühl, dieses Kribbeln hinterm Augapfel. Ich schau mich mal etwas hier um, vielleicht finden wir andere tolle Fragmente. Oh hi, Wobbelfische. Die Höhle sieht echt spannend aus, aber ich trau mich nicht runter. Sie sieht nämlich auch sehr tief aus. Ich werde das irgendwann mal auskundschaften, wenn ich mit der Simov unterwegs bin. Ich sollte echt nicht zu tief runter, weil hier wobbelt es nur so vor Wobbelfischen. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Aber ich sehe dich zum Glück nirgendwo. Oder? Ich höre auf jeden Fall die Großen. Habe ich die nicht schon mal gescannt? Die ganz die Großen? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir jetzt unsicher. Müsste ich mal ausprobieren, falls ich einen sehe. Aus Prinzip schwimme ich jetzt hier durch. Wie es sich an der Wand entlang wobbelt, das ist so süß. Das erinnert mich immer so an Bären, die sich den Rücken am Baum kratzen. Warte mal, da ist ein Fragment. Ich möchte es wagen.
nehme ich. Oder habe ich das schon alle? Ich habe keine Ahnung. Oh, was? Was war das? Was tut mir hier weh? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Was hat mir gerade hier Schmerzen bereitet? Irgendwas wollte mich gerade töten. Ach, Sonnenlicht, ich liebe dich. Du gibst mir die nötige Kraft und Energie. Ja, ja. Nee, ich werde das mit dem Fragment lassen, weil sonst sterbe ich hier. Ich kraule weiter. Nee, das kann gar nicht funktionieren, was ich gerade vorhab, glaube ich. Weil das Biom ist ja relativ tief. Relativ tief, ja. Und da komme ich doch ohne Hilfsmittel nicht runter, ohne gleich zu sterben. Wisst ihr was, ich gehe mal Wrack suchen. Vielleicht finden wir ja was Brauchbares. So eine Cyclops oder was Besseres. Oh nein, was? Ich dachte mir schon irgendwie, dass das nicht so gut war, was ich hier machte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, der hat sich wohl angeschlichen. Okay, wir sind wieder in unserer Basis zurück. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt ist, aber ich werde sie hier jetzt mal beenden und mich besser für die nächste vorbereiten. Das heißt, ich werde mich darum kümmern, dass wir die Seamoth wieder zum Laufen bringen und dann werden wir uns damit auf den Weg machen. Ist, glaube ich, klüger. Danke fürs Zusehen. Mein Name ist Taco. Macht's gut.